Wir sind uns sicherlich alle darin einig, dass das tägliche Leben ohne Glauben überhaupt nicht denkbar wäre. Angenommen, es ruft mich ein Mensch an, der mir persönlich vorher noch nie im Leben begegnet ist, dann muss der Betreffende das glauben, dass ich der Herr Hasel bin, wenn ich meinen Namen nenne. Wenn er es nicht glaubt, kann er gleich wieder aufhängen. Dann ist das Telefongespräch wertlos. Es gibt so viele Dinge, die wir glauben. Manchmal wird unser Glaube enttäuscht, aber trotzdem sind wir dann genötigt, weiter zu glauben. Wir würden keine Apotheke aufsuchen, wenn wir nicht das Vertrauen hätten, dass wirklich in der Aspirinpackung Aspirintabletten drin sind und nicht irgendein anderes Mittel. Niemand würde heiraten auf dieser Welt, wenn er nicht Glauben und Vertrauen dem anderen entgegenbringen würde. Ohne den Glauben ist das tägliche Leben überhaupt nicht denkbar. Ohne Glauben geht es auch nicht im geistlichen Bereich. Was ist eigentlich der Glaube? Der Glaube wird uns in der Bibel erklärt. Hebräer 11, Vers 1, Seite 295. Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was wir erhoffen. Die Überzeugung von dem, was wir nicht sehen. Dinge, die wir sehen, brauchen wir nicht mehr glauben. Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was wir erhoffen. Die Überzeugung von dem, was wir nicht sehen. Und ich freue mich, dass uns in der Bibel gesagt wird, dass es sich lohnt zu glauben. Der Glaube braucht entweder einen Bezugsgegenstand, auf den er sich richtet, oder eine Bezugsperson. Markus 9, Vers 23. Jesus sprach zu ihm, wenn du etwas vermagst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und die andere Aussage in Lukas 1, Vers 37. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir Menschen sind an die Gegebenheiten der Naturgesetze gebunden. Gott, der die Naturgesetze ins Leben gerufen hat, steht noch über den Naturgesetzen und wenn es notwendig ist, kann er selbst Naturgesetze aufheben, um Menschen zu helfen, wenn es notwendig ist. John Patton versuchte das Neue Testament in eine der Landessprachen der neuen Hebriden im Pazifik zu übersetzen und er musste zu seinem großen Erstaunen feststellen bei seiner Übersetzerarbeit, dass die Eingeborenen für den Begriff Glauben keinen entsprechenden Begriff hatten. Er suchte also jetzt, wie kann ich das Wort Glauben in der Bibel im Neuen Testament am besten übersetzen. Er gab sich alle erdenkliche Mühe und fand nicht die richtige Formulierung, bis eines Tages ein einheimischer Evangelist von einer längeren Verkündigungsreise zurückkehrte. Als erstes klopfte er bei dem Missionar an, der bat ihn, komm doch herein, wir können uns im Wohnzimmer unterhalten. Und im Wohnzimmer setzte sich dieser einheimische Evangelist auf einen Stuhl, schlug die Beine übereinander, lehnte sich gemütlich zurück und sagte, ich ruhe jetzt mit meinem ganzen Gewicht auf diesem Stuhl. Das war das Stichwort für den Missionar. Er hatte gefunden, was er gesucht hatte. Die Redewendung des Evangelisten hat ihn draufgebracht. Die Formulierung, ich ruhe mit meinem ganzen Gewicht auf diesem Stuhl. Der Missionar hat im Neuen Testament den Begriff Glauben jetzt so übersetzt. Glauben, das Wort Glauben gibt es nicht, aber er konnte das umschreiben, sich mit dem ganzen Gewicht auf Gott verlassen. Und dieser Glaube ist nicht umsonst, denn dieser Glaube, so sagt uns die Bibel, wird belohnt. Wo steht das? Hebräer Kapitel 11, das ist das Glaubenskapitel in der Bibel, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen.
Denn wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Vergelter wird. Viele Jahre meines Lebens habe ich das hier negativ aufgefasst. Bei dem Stichwort Vergelter dachte ich, aha, das hat irgendetwas mit Bestrafung zu tun. In Wirklichkeit besagt hier die griechische Redewendung nicht vergelten im Sinne von Strafe, sondern Belohnung. Mit anderen Worten, wenn ich meinen gesamten Glauben auf Gott richte, oder mit anderen Worten, wenn ich ihm mein ganzes Vertrauen schenke, dann wird Gott dieses Vertrauen in meinem Leben belohnen. Ich werde nicht mit leeren Händen dastehen. Als seinerzeit in Frankfurt die neu erbaute U-Bahn von der Nordweststadt zur Hauptwache eingeweiht worden war, da war angekündigt, ich hatte das in der Zeitung gelesen, dass man 3 Tage lang kostenlos mit der U-Bahn fahren kann. Und so sagte ich zu meinem Freund, lass uns doch mal die U-Bahn anschauen am Eschenheimer Tor. So gingen wir hinunter zum U-Bahn-Bahnhof, waren sehr beeindruckt. Da kam ein Wagen und ich sagte meinem Freund, da lass uns mal einsteigen, wir brauchen kein Geld bezahlen. 3 Tage lang kann man umsonst fahren. Wir wollen doch mal schauen, wo es hingeht und wie die Sache funktioniert. Und wir kamen dann einige Haltestellen weiter an eine Haltestelle. Die automatische Tür öffnete sich und da standen 2 Schuljungs mit ihren Schultaschen. Und sie sagten, wie viel kostet denn die U-Bahn? Wir sagten ihnen, die ist heute und morgen noch kostenlos. Sie fragten, wie viel kostet sie denn? Die ist kostenlos, kommt rein, fahrt mich, das kostet nichts. Die fragten zum dritten Mal, wie viel kostet es denn? Und gerade als ich die automatische Tür schloss, sie blieben draußen, hörte ich, wie der eine zum anderen sagte, der will uns veräppeln. Das gibt's doch nicht, dass die nichts kostet. Und die blieben stehen und fuhren nicht mit. Die haben uns das nicht abgenommen, die haben das nicht geglaubt und konnten nicht belohnt werden. Ich weiß nicht, wie lange sie stehen blieben, wie oft sie gefragt haben, ob sie es dann doch noch gewagt haben. Auf jeden Fall, sie stiegen nicht ein. Sie hatten den Glauben nicht. Nun, wenn wir unseren Glauben auf Gott richten, dann werden wir in jedem Fall belohnt. Der rettende Glaube hat es mit 3 wichtigen Elementen zu tun. Ehe ich etwas überhaupt glauben kann, muss ich eine Kenntnis davon bekommen. Das Beispiel mit den Jungens, wir haben ihnen die Mitteilung gegeben, das war für sie eine Kenntnis, die wir ihnen vermittelt haben, das kostet nichts. Aber schon beim 2. Punkt haben sie versagt. Rettender Glaube besteht nicht nur aus Kenntnis, sondern ich muss das für wahr halten. Ich muss dem meine Zustimmung geben. Die Jungens haben das nicht für wahr gehalten. Und so hat es ihnen nichts genutzt. Sie haben sich dann nicht der U-Bahn anvertraut. Sie blieben stehen. Das Dritte, das ist das Entscheidende, sich ausliefern oder sich einer Person oder einer Sache anvertrauen. Als wir einmal in Spanien in Urlaub waren, wollten wir auch nicht nur das Meer sehen, auch etwas das Hinterland kennenlernen. Und so fuhren wir mit dem Wagen zu einem weltberühmten Kloster. Wir kannten die Gegend nicht, wir waren zum ersten Mal dort, wir hatten uns die Karte genau angeschaut und wir haben diesen Tagesausflug nicht bereut. Als wir nun dort auf diesen Berg hinauffuhren, war ein Parkplatz. Wir hielten mit dem Wagen an, es war ein herrlicher Ausblick. Und ich sagte, das ist ja interessant. Seht ihr das da oben? Da ist doch tatsächlich auf diesem steilen Felsen ein Hochspannungsmast. Unser Junge schaute und sagte, Papa, aber da bewegt sich etwas. Wir holten den Feldstecher heraus. Und siehe da, das war gar kein Hochspannungsmast, sondern das war eine Drahtseilbahn. Er sagte, komm Papa, dann lass uns mal richtig nah hinfahren. Das war also zunächst Kenntnis, Drahtseilbahn. Wir haben das gesehen. Dann haben wir das auch für wahr gehalten. Es gab also keinen Zweifel, es war kein Hochspannungsmast, sondern der Mast einer Drahtseilbahn. Unser Junge sagte, Papa, also ich hätte ja mal gute Lust
Aber das ist sehr gefährlich. Hast du schon gesehen, wie das steil ist? Unsere Tochter meinte, und wenn wir abstürzen? Ich bleib unten. Meine Frau sagt also, gut, wenn die Tochter unten bleibt, dann bleibe ich auch unten. Und somit war unsere Familie schon getrennt in zwei Lager. Die einen, die gemeint haben, es wäre doch mal schön, und die anderen meinten, ja, da kann man aber abstürzen. Da kam eine Gondel herunter und ich sagte zu unserer Tochter, jetzt schau dir mal die Leute an, ob die sehr blass und ängstlich sind. Die sahen alle fröhlich aus. Siehst du, die sind nicht abgestürzt. Ich sagte unserer Tochter, also weißt du, der Frank und ich, wir werden da einsteigen, werden drauffahren. Ja, aber wenn ihr abstürzt, dann stürzten wir ab, aber die sind auch nicht abgestürzt. Warum soll es gerade bei uns abstürzen? Und unsere Tochter konnte sich also zunächst nicht entschließen. Aber schließlich war die Neugierde größer und sie sagte also, gut, Papa, dann komme ich mit. Wenn wir abstürzen, stürzen wir alle ab. Und in dem Augenblick, als wir alle in der Gondel drin standen und die Gondel anfing, nach oben sich zu bewegen, sagte ich zu unseren Kindern, wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben uns jetzt auf Gedeih und Verderb der Gondel anvertraut. Ein typisches Beispiel, was rettender Glaube heißt. Wir hatten also Kenntnis, Radseilbahn, sehr steil. Wir haben das für wahr gehalten, wir haben das nicht angezweifelt. Aber das hätte uns nichts genutzt, wenn wir uns jetzt nicht der Drahtseilbahn dieser Gondel anvertraut hätten. Wir haben es getan, wir wurden belohnt. Wir müssen uns Jesus anvertrauen. Und das können wir nur, wenn wir rettenden Glauben besitzen. Nun, Gott prüft manchmal unseren Glauben, wie groß er ist, ohne die Dinge bis zum Letzten kommen zu lassen. Ich las da einmal ein treffendes Beispiel. Ich kann es nicht nachprüfen, ob es in den letzten Einzelheiten wahr ist, aber doch illustriert uns dieses Beispiel sehr gut, worum es geht. In der Pfalz lebte ein reicher Mann, der als sonderbarer Kauz bekannt war. Nach seinem Tod hatte der Notar drei namentliche Erben verständigt und die drei Erben in sein Büro gebeten. In Gegenwart der Erben wurde das Testament des Verstorbenen geöffnet. Der erste Erbe, eine Geschäftsfrau, sehr tüchtig, und da galt es einiges zu erben. Ein großes Grundstück, eine große Wiese, es gab Häuser zu erben und Geldbeträge. Die Geschäftsfrau sagte, ja, das könnte ich alles gut gebrauchen. Und der Notar las vor, was die Bedingungen sind für den, der es erben soll. Dieser reiche Mann hatte bestimmt, dass derjenige die Erbschaft antreten darf, der bereit ist, nachts um 12 Uhr auf den Friedhof zu gehen, auf das Grab des Mannes einen Kranz niederzulegen und laut drei Vaterunser zu beten. Als die Dame hörte, dass das die Bedingung ist, sagte sie, ich hatte schon immer schwache Nerven. Die Häuser, die Wiese, das Geld könnte ich gut gebrauchen, aber der seltsame Onkel, ich wusste ja, das ist ein komischer Kauz. Der wird doch von mir nicht erwarten können, nachts um 12 Uhr, ich traue mich ja kaum am Tag auf den Friedhof zu gehen und dann noch drei Vaterunser zu beten. Der Rechtsanwalt wollte wissen, wollen Sie es tun? Es tut mir leid, ich kann nicht. Der zweite war ein schmächtiger Herr, entfernt, verwandt. Er sagte, das könnte ich alles gut gebrauchen, dann wäre ich endlich aus den Schulden heraus. Aber wissen Sie, nachts um 12 auf den Friedhof, so eine verrückte Idee, bei Tageslicht ja, aber doch nicht nachts. Wollen Sie es tun? Es tut mir leid, nachts. Ich sehe mich nicht imstande. Und dann war ein Dienstmädchen. Der Rechtsanwalt, dieselbe Frage. Wollen Sie es tun? Das Dienstmädchen sagte, wenn das der Wunsch des Verstorbenen ist, ich bin gern bereit, diesem Wunsch nachzukommen. Und der Notar verlas den Rest des Testamentes
Der Verstorbene hatte bestimmt, es genügt mir, wenn der Erbe bereit ist, das zu tun, aber ich verzichte darauf, dass es tun muss. Und die Erbin war das Dienstmädchen und die zwei anderen hatten das Nachsehen. Ja, wenn wir doch gewusst hätten, dass dir das nur erwartet und wir das gar nicht tun brauchten. Da wurde also der Glaube und die Bereitschaft geprüft. Wir haben ein ganz anderes Beispiel in der Bibel von Abraham. Gott wollte den Glauben dieses Mannes prüfen und er forderte von ihm die Opferung seines einzigen Sohnes, auf den er so lange warten musste. Und tatsächlich, der Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern. Er hatte sogar das Messer in der Hand und wollte ihn töten, aber da griff Gott ein. Er stellte fest, der Mann ist bereit, meinem Gebot nachzukommen, obwohl ich noch nie geboten habe, Menschen zu opfern. Und dieser Glaube wurde dem Abraham angerechnet. Daher sprechen wir ja von unserem Glaubensvater, dem Abraham. Wenn wir also hier in Hebräer 11, Vers 6 noch einmal lesen, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Vergelter wird, dann belohnt Gott unseren Glauben in jedem Fall. Rettender Glaube. Es wird in unserem Leben irgendwann, früher oder später, Situationen geben, wo unser Verstand sagt, halt. Wo wir sagen, jetzt darf es keinen Schritt mehr weitergehen. Aber im Glauben können wir jetzt den nächsten Schritt wagen. Und Jesus hat unserem Glauben großen Lohn verheißen. Sind wir wirkliche Christen, dann ist die Frage für uns, wie groß ist mein Glaube? Ich denke an eine Dame. Sie hatte die Bibel in die Hand bekommen und fing an, die Bibel zu studieren. Und sie war erstaunt, was in der Bibel alles zu lesen war und wie der Wille Gottes aussieht in den Einzelheiten. Sie verglich das mit den Lehren ihrer Kirche und stellte fest, dass sie vieles noch nie gehört hatte, dass anderes anders ausgelegt wird. Und sie entschloss sich, ihren Glauben, ihr Leben nach den Aussagen der Bibel auszurichten. Ihr Mann hatte nichts dagegen, dass sie sich mit der Bibel beschäftigte. Aber er hatte etwas dagegen, als er feststellte, dass die Frau ihre neu gewonnene Erkenntnis ausleben wollte. Und er warnte sie und sagte, ich habe gehört, du hast mir erzählt, dass du den Wunsch hast, getauft zu werden, wie Jesus Christus getauft wurde. Wage es nicht, dich taufen zu lassen. Ich habe dich mit einem anderen Glauben geheiratet. Und wenn du es trotzdem wagst, deinen Weg zu gehen, kann ich dich ja nicht hindern. Aber dann sind wir geschiedene Leute und du darfst diese Wohnung nicht mehr betreten. Die Dame wusste, wenn ihr Mann etwas sagte, dann stand er zu seinem Wort, daran gab es keinen Zweifel. Und so ging sie zu ihrem Seelsorger und hat ihm das Problem vorgelegt. In der Bibel können wir dazu etwas lesen, das haben auch die beiden aufgeschlagen im Neuen Testament, Matthäus 19, Vers 29. Rechts unten, Seite 28. Wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, der wird Hundertfältiges empfangen und ewiges Leben erben. Die Frau las das und das war jetzt ihr Problem. Sie sagte, wenn ich mich taufen lasse, ich brauche gar nicht mehr heimgehen. Ich habe keinen Mann mehr, ich habe keine Wohnung mehr, ich stehe auf der Straße. Was soll ich tun? Nun, sie traf ihre Entscheidung. Sie sagte, ich liebe meinen Mann sehr und mein Herz hängt auch an unserer Wohnung, aber nur Jesus kann mich retten. Und so hat sie gebetet, der Seelsorger hat gebetet. Am nächsten Tag, morgens, war die Taufe. Ihr Mann wollte wissen, wo gehst du hin? Ja, ich will es dir sagen. Ich lass mich taufen.
Also doch? Ja. Dann weißt du, was ich gesagt habe. Ja, ich weiß es. Und sie ging. Sie wurde getauft. Sie wurde hinterher zum Essen eingeladen. Sie wurde eingeladen, am Nachmittag da zu bleiben. Und es war ein sehr feiner Nachmittag im Kreis gläubiger Menschen. Und dann kam der Abend. Sie wurde eingeladen, in diesem Heim zu bleiben. Sie sagte, eigentlich brauche ich ja gar nicht heimgehen. Mein Mann hat es mir angedroht. Aber ich gehe doch mal heim. Ich will dann wenigstens von draußen Abschied nehmen. So ging sie nach Hause. Die Haustür war nicht abgeschlossen. Sie kam zur Wohnungstür. Die Wohnungstür war auch nicht abgeschlossen. Nanu. Sie betrat die Wohnung. Alles totenstill. Sie schaute im Wohnzimmer. Niemand war da. Sie schaute in sämtlichen Zimmern. Niemand war da. Aber in der Küche saß ihr Mann. Du kommst? Ja. Du hast dich also doch taufen lassen? Ja. Dann muss ich jetzt mit dir reden. Setz dich hierher. Und ihr Mann sagt ihr, du weißt ja genau, was ich dir angedroht habe und dass ich mein Wort halte. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Wenn du dich doch hast taufen lassen, dann hast du etwas getan, was ich dir nie zugetraut hätte. Das zeigt mir, dass du einen unwahrscheinlich starken, festen Charakter hast. Ich habe mir überlegt, wenn ich meine Frau mit einem solchen starken und festen Charakter davonjagen würde, dann wäre das ein großes Verbrechen. Ich will dir etwas sagen. Das, was ich dir angekündigt habe, mache ich nicht wahr. Ich freue mich, dass du meine Frau bist. Und damit konnte die Frau am Anfang nicht rechnen. Aber Gott hat den Glauben dieser Frau belohnt. Ein junger Mann, ich werde das nie vergessen, er kam zu mir, es war sein Wunsch, zu einem Bibelstudium. Und dann kam er heraus mit seinem großen Problem, er sagte, den Weg will ich gehen, was ich getan habe, will ich in Ordnung bringen, was verkehrt gewesen ist. Hier und da habe ich Dinge mitgenommen, die mir nicht gehört haben. Das werde ich ersetzen. Ich will ein echter Christ sein und ich will mich taufen lassen. Nur eins weiß ich, ich habe dann kein Elternhaus mehr. Meine Eltern haben es mir angedroht, dass ich nicht mehr für sie existiere. Und ich weiß, dass sie das wahr machen, aber ich kann mich nur für Jesus entscheiden. Und er wurde getauft. Und die Eltern haben ihre Androhung wahrgemacht. Briefe, die ihr Sohn schrieb, blieben unbeantwortet. Wenn er angerufen hat, haben sie sofort den Telefonhörer wieder auf die Gabel gelegt. Die Geschwister haben sich von ihm zurückgezogen. Als ich ihn dann später ansprach, sagte er, jawohl, ich habe meine Familie verloren, meine Eltern, meine Geschwister. Aber ich habe Glaubensgeschwister gewonnen, mit denen ich mich besser verstehe, eigenartigerweise, als mit meinen leiblichen Geschwistern. Und ich bete jeden Tag für meine Eltern und für meine Geschwister, dass Gott ihr Herz bewegen mag. Aber ich will Jesus nachfolgen. Als er heiratete, schickten die Eltern noch nicht einmal einen Glückwunsch, geschweige denn, dass sie gekommen wären. Und als ich ihn das letzte Mal traf, strahlte er und sagte, es hat sich etwas geändert. Meine Eltern schrieben mir nach langen Jahren einen Brief. Sie würden sich freuen, wenn ich mal wieder vorbeikäme. Natürlich bin ich zu meinen Eltern gegangen. Sie freuen sich jedes Mal, wenn ich komme. Und ich habe sogar Gelegenheit, meinen Eltern von meinem Christusglauben zu erzählen. Aber ich freue mich, dass ich Glaubensgeschwister gefunden habe und eine Gemeinde, die nach dem Wort Gottes lebt, und ich fühle mich dort sehr glücklich. Rettender Glaube. Wer keinen rettenden Glauben besitzt, wird nie den Weg gehen mit Jesus durch die Taufe, durch Untertauchen. Wer keinen rettenden Glauben besitzt, wird nie Sabbat halten.
Wir hatten in einer Gemeinde regelmäßig samstags abends unsere Gebetsstunde. Gewöhnlich habe ich gefragt, ist jemand hier, der ein bestimmtes Anliegen hat? Und wir haben dafür gebetet. Und dann habe ich gefragt, ist jemand hier, der ein Erlebnis erzählen kann, wie Gott ihm in der letzten Woche sichtbar geholfen hat? Und so konnte der ein und andere zur Ehre Gottes sein Erlebnis berichten. Und an einem Abend war ein verheirateter Herr da. Er ging auf eine Meisterschule, das zweite Jahr, und er sagte, ich habe ein großes Problem. Im ersten Jahr mit dem Sabbat ging alles gut, aber jetzt im entscheidenden zweiten Jahr habe ich die Schwierigkeit, man hat mir angedeutet, wenn ich am Samstag weiterhin am Unterricht nicht teilnehme, dann kann ich die Abschlussprüfung nicht machen, dann kann ich keinen Meister bekommen, dann habe ich umsonst studiert. Und ich muss mich entscheiden, ob ich am Samstag studieren will, dann bekomme ich die Meisterprüfung oder ich habe freien Samstag und muss darauf verzichten. Ich fragte ihn, wozu er sich entschlossen hat. Und er sagte dann vor allen anderen, es geht gegen mein Gewissen, ich liebe Jesus so sehr, ich kann an diesem Tag unmöglich am Unterricht teilnehmen. Und ich sagte, ja, und wenn der Abschluss dann fehlt, das nehme ich in Kauf. Aber ich kann Gott nicht ungehorsam sein. Nun, das ist eine Entscheidung. Da meint es ein Mensch ernst. Und wenn wir ernst machen, dann macht Jesus auch ernst. Warum soll er ernst machen, wenn wir nur spielen? Wir haben an jenem Abend einen Text aufgeschlagen im Neuen Testament, Matthäus 6, Vers 33. Sucht zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, und dies alles wird euch dazugegeben werden. Wenn wir nun die vorhergehenden Texte lesen, dann stellen wir fest, dies alles wird euch dazugegeben, das bezieht sich auf alle Bereiche des täglichen Lebens. Essen, Trinken, Kleidung, Nahrung. Wenn wir also zuerst die Sache Gottes an die oberste Stelle setzen, dann wird uns das andere dazugegeben. Und ich fragte ihn, ob er das glaubt. Er sagt, ich glaub's. Und so haben wir dann an diesem Abend eine ernste Gebetsgemeinschaft gepflegt. Eine Woche später, als ich fragte, ist jemand da, der in der letzten Woche ein Erlebnis hat, dass er zu Ehre Gottes berichten will, war er der Erste, der sich meldete. Er erzählte Folgendes. Ich kam wie gewohnt am Montag in den Unterricht. Und da sagte mir der Lehrer, der Dozent, ich mache Sie noch einmal aufmerksam, wenn Sie weiterhin samstags nicht erscheinen zum Unterricht, können Sie keinen Abschluss machen. Sie können niemanden hier auf der Schule die Verantwortung übertragen. Wir sind Ihnen im ersten Jahr entgegengekommen, jetzt kommen Sie uns im zweiten Jahr bitte auch entgegen. Er sagte, jawohl, ich nehme das zur Kenntnis, vielen Dank. Am Dienstagmorgen kam derselbe Dozent und sagte, hören Sie, wir haben hier, wie Sie alle wissen, ein großes Problem. Es geht um zwei Dinge. Wir sind knapp mit den Lehrräumen und uns fehlen einige Lehrkräfte. Ich habe heute Nacht wenig geschlafen. Ich habe mir das hin und her überlegt, wie man nun das Problem am besten lösen kann. Und mir kam ein Gedanke. Ich habe schon mit dem Direktor gesprochen und er ist damit einverstanden. Ich darf Ihnen die Entscheidung bekannt geben, aufgrund des mangelnden Lehrraumes, des fehlenden Lehrraumes und zu wenig Lehrkräften, wird die ganze Klasse hier bis zum Schuljahrende regelmäßig jeden Samstag frei haben. Und er wandte sich dann an diesen Herrn und sagt aber, dass Sie jetzt nicht auf die verrückte Idee kommen, dass das wegen Ihnen geschehen ist. Das hat mit Ihnen überhaupt nichts zu tun, sondern das sind lediglich die Umstände. Und unser Glaubensbruder sagte, mir ist das egal, was das für Umstände sind. Für mich steht fest, dass der Herr Jesus ein Gebet erhört hat, ganz anders, als wir uns das vorstellen konnten. Und ich freue mich, dass ich meinen Schulabschluss machen kann. Wer keinen rettenden Glauben besitzt, wird niemals Sabbat halten.
Da braucht man rettenden Glauben dazu. Ich denke an einen Fernmeldetechniker bei der Bundespost. Er fing an, den Sabbat zu halten. Nun ist die Bundespost ein Staatsunternehmen. Und er sprach mit seinen Vorgesetzten und sie sagten ihm, wir sind Staatsunternehmen, wir können doch wegen Ihnen keine neuen Gesetze erlassen. Das klang alles hier einleuchtend, aber er sagte, es ist mir eine Gewissensangelegenheit. Dann muss ich meinen Dienst quittieren. Das können Sie ja gar nicht, Sie sind im Beamtenverhältnis. Nun, dann geben Sie mir einen Dienst, wo ich freien Samstag habe. Da wird es doch irgendwo einen Dienst geben. Schließlich fand man für ihn einen Dienst, aber er bekam zwei Gehaltsstufen weniger. Man bot ihm die Stelle eines Heizers an, ob er denn das machen würde. Ja, und der freie Samstag, den haben Sie als Heizer regelmäßig frei. Gut, dann mache ich Heizer. Sie wollen als Fernmeldetechniker, als Spezialist Heizer machen? Ja, das ist was Gesundes, ich mache Heizer. Und er macht der Heizer. Nach einigen Monaten kam sein Vorgesetzter zu ihm, erkundigte sich, wie geht's Ihnen? Oh, sagte, ich habe noch nie so viel geschwitzt in meinem Leben wie hier, aber Schwitzen ist gesund. Mir geht's gut und im Winter habe ich's immer warm, großartig. Ja, aber Sie verdienen doch weniger. Mir reicht's zum Leben. Hören Sie, ich könnte Sie gut gebrauchen. Wir haben für Sie bis jetzt immer noch keinen Ersatz gefunden. Sie sind Spezialist. Als Heizer fehl am Platz? Jawohl, ich komme sofort. Und wie sieht's mit dem freien Samstag aus? Ja, den kann ich Ihnen nicht geben. Vielen Dank, dann bleibe ich Heizer. 14 Tage später kam der Vorgesetzte erneut. Ich brauche Sie. Wir haben keinen Ersatz. Ich brauche Sie dringend. Fangen Sie an. Der freie Samstag, ja, den kann ich Ihnen nicht geben. Dann bleibe ich lieber Heizer. Als dann der Vorgesetzte das dritte Mal kam, sagte ihr, wissen Sie, wir brauchen Sie dringend. Und der freie Samstag. Ja, passen Sie auf, ich habe mir das überlegt. Wir werden eine neue Abteilung gründen. Sie könnten Abteilungsleiter sein. Ja, und der freie Samstag. Als Abteilungsleiter liegt es bei Ihnen, ob Sie den Samstag frei haben oder nicht. Sie machen den Dienstplan. Wie Sie den machen, damit sind wir einverstanden. Wenn Ihre Kollegen einverstanden sind, und so war er hinterher Abteilungsleiter und hatte freien Sabbat. Ohne rettenden Glauben kann niemand Sabbat halten. Ohne rettenden Glauben kann niemand Zehnten bezahlen. Denn da muss man sich ja von Geld trennen. Und bei manchen Menschen darf man über alles sprechen, nur nicht übers Portemonnaie. Das ist der empfindlichste Nerv, weil wir letzten Endes alle Egoisten sind. Und der Herr Jesus will uns von diesem Egoismus befreien. Ich denke an einen Taxifahrer. Ja, wir sollten das einmal lesen in der Bibel, ob es noch drin steht, ob das immer noch gilt. Malachi Kapitel 3, rechts Vers 8 bis Vers 10. Darf der Mensch die Gottheit betrügen, dass ihr mich betrügt? Ihr fragt, womit betrügen wir dich? Mit Zehnten und Abgabe. Ihr seid beladen mit Fluch und mich betrügt ihr, das ganze Volk. Bringt den gesamten Zehnten ins Vorratshaus, auf das in meinem Hause Zierung sei. Versucht es doch damit bei mir, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch dann nicht des Himmels Schleusen öffne und Segen über euch ergieße bis zum Überfluss. Das ist das Versprechen Gottes, das jedem Menschen gilt, der sich daran hält und Gott zuerst den Zehnten gibt. Da hat man ja hinterher nur noch 90%. Es fehlt einem also etwas. Wer da nicht rettenden Glauben besitzt, wird es niemals fertig bekommen. Aber jener Taxifahrer, er hat es gelesen und er hat sich entschlossen, hat gesagt, das will ich wenigstens ausprobieren, um festzustellen, ob das stimmt. Wenn es nicht stimmt, ist es eine Lüge, dann kann ich es vergessen. Seine Frau hat ihn für verrückt erklärt, als er vom vorherigen Tagesverdienst den Zehnten weggelegt hat. Und sie sagte, dein religiöser Wahn
Der macht uns noch bankrott. Er sagte, lass mich das mal ausprobieren. Kaum war er am nächsten Tag mit seinem Taxi am Taxistand, klingelte das Taxitelefon und er machte sich auf den Weg. Die Taxifahrer haben unter der Woche bestimmte Tage, die bezeichnen sie als die saure Gurkentage. Da fahren einfach nicht so viele mit dem Taxi. Aber das Interessante war, an solch einem saure Gurkentag klingelte sofort das Telefon, kaum dass er da war. Der Mann musste den ganzen Tag fahren. Das Essen, das ihm die Frau mitgegeben hatte, konnte er gar nicht am Taxistand einnehmen. Über Taxifunk wurde der hin und her geschickt. Am Anfang hat er noch gezählt, dann hat er es aufgegeben. Als er am Abend heimkam, spät, hat er seinen Geldbeutel der Frau auf den Tisch gelegt und hat gesagt, so, ich bin todmüd, du darfst es zählen. Die Frau zählte und sagte, hör mal, du hast ja noch nie so viel Geld mitgebracht. An einem Tag, wo hast du das her? Er sagte, ich musste ununterbrochen fahren. Ja, sagt die Frau, wenn das so ist, gestern hast du den Zehnten bezahlt, dann würde ich dich ermutigen, zahlen jeden Tag, so oft du Geld einnimmst. Das ist eine Sache, mit der bin ich einverstanden. Der Segen Gottes. Wer keinen rettenden Glauben besitzt, wird sich nie von Geld trennen können. Wer es aber tut, erlebt, dass Gott uns sichtbar segnet. Und ich bekenne, ich bin ein begeisterter Zehntenzahler. Ich möchte das niemals missen. Diese persönlichen Erlebnisse mit Gott, die mir zeigen, es gibt einen lebendigen Gott, der sich um mich kümmert und der genau weiß, was ich brauche. Das stärkt mir meinen Glauben unwahrscheinlich. Wer keinen rettenden Glauben besitzt, wird niemals im Leben Dinge in Ordnung bringen, die in Ordnung zu bringen sind. Er wird niemals unrechtmäßiges Gut zurückgeben. Eine gläubige Frau im Bayerischen Wald. Ich traf sie, ich war im Bayerischen Wald zu einer Tagung, sie sprach mich an und erzählte mir ihr Problem. Sie sagte, vor Jahren hat mein Mann einmal für 500 Mark Zement gekauft. Und mein Mann hat den Zement nie bezahlt. Ja, das ist die Angelegenheit von ihrem Mann. Sie sagte, ja, aber mein Mann lebt nicht mehr. Was soll ich machen? Ich muss immer an die 500 Mark denken, unbezahlter Zement. Selbst wenn der Mann nicht lebt und die Frau nun ständig daran denken muss, hat kein Mensch das Recht, der Frau Trost zuzusprechen und ihr zu sagen, dass das nebensächlich ist, sie soll das vergessen. Das ist das sicherste Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn der Heilige Geist Menschen daran erinnert. Und so sagte ich ihr, es wird nur eins geben, dass sie das in Ordnung bringen. Ja, aber 500 Mark, das ist für mich ein Vermögen. Die besitze ich gar nicht. Nun steht im Neuen Testament Matthäus 28, Vers 18 eine wunderbare Verheißung. Die gilt aber nur für den, der rettenden Glauben besitzt. Seite 45, Matthäus 28, Vers 18. Da trat Jesus, fuhr sie und sprach zu ihnen, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Fragte sie, ob sie das glaubt, dass Jesus alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Sie sagte, ich glaub's. Und dann sagte sie dieses inhaltsschwere Wort, das ich nie vergessen werde. Ich werde das in Ordnung bringen, aber ich weiß noch nicht, wo ich das Geld hier nehmen soll. Aber in Ordnung bringe ich's. Die Sache belastet mich. Und so habe ich ihr einen Vorschlag gemacht. Wir haben gebetet zusammen. Ich sagte ihr, ehe sie diesen Geschäftsmann aufsucht, sollten wir doch noch einen Gebets- und Fastentag machen. Sie war damit einverstanden, ich musste abreisen, ich konnte gar nicht an Ort und Stelle bleiben. So habe ich zu Hause gefastet, sie hat bei sich gefastet. Und am nächsten Tag suchte sie den Geschäftsmann auf. Sie schrieb mir dann hinterher einen Brief. Sie ist der glücklichste Mensch. Sie erlebte Folgendes. Der Geschäftsmann konnte sich noch sehr gut erinnern, dass der Mann Zement gekauft hatte. Die Frau sagte, und wir schulden Ihnen 500 Mark. Ich bin hier gekommen, um das mit Ihnen zu regeln.
Der Geschäftsmann sagte, ich kann mich genau erinnern, Ihr Mann hat Zement gekauft. Nur an 500 Mark kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur etwas von 50 Mark. Und die Frau sagte, und ich weiß genau, dass es 500 waren. Und der Geschäftsmann sagte, ich kann mich aber nur an 50 erinnern. So ging das hin und her, und schließlich sagte der Geschäftsmann, ich rechne Ihnen das hoch an, dass Sie so ehrlich sind, ich will Ihnen etwas sagen. Wenn Sie mir 50 Mark geben, ist die Angelegenheit erledigt. 50 Mark, das hatte sie dabei. Das war ihr Spartes. Sie schrieb mir, ich gab dem Herrn gern die 50 Mark. Der bedankte sich und sagte, alle Hochachtung vor ehrlichen Menschen. Wenn Sie etwas brauchen, Sie können immer zu mir kommen. Die Dame schrieb mir, ich bin so glücklich. Der Herr Jesus hat es in die Hand genommen. 500 hätte ich gar nicht bezahlen können, das hätte ich abstottern müssen. Aber der Mann konnte sich nur noch an 50 erinnern und wollte auch nicht einen Pfennig mehr nehmen. So viel hatte ich. Und jetzt ist die Angelegenheit erledigt. Ich habe meinen Herzensfrieden. Ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Ich habe es in Ordnung gebracht. Wer keinen rettenden Glauben besitzt, wird niemals Vergangenheit in Ordnung bringen. Wir brauchen rettenden Glauben, um Dinge rückzuerstatten, wenn es notwendig ist. Wenn wir keinen rettenden Glauben besitzen, dann ist es schlecht bestellt ums tägliche Brot. Wir hatten nach dem Krieg nichts mehr zu essen, keine Lebensmittelmarken. Ich bin in unseren Garten gegangen im zeitigen Frühjahr und habe den Spinat vom Beet gegessen, wie er war. Und unsere Mutter hat den Rhabarber gekocht, ohne Zucker. Und er hat uns wunderbar geschmeckt, ohne Zucker. Und eines Tages sagte unsere Mutter zu uns Kindern, ich weiß nicht, wo ich das Essen hernehmen soll, ich habe nichts mehr. Wir haben uns niedergekniet zum Gebet und dann sagte unsere Mutter meinem jüngeren Bruder, Gerd, du gehst jetzt mal in den Garten und schaust, ob da vielleicht wieder etwas soweit ist, Gemüse oder irgendetwas, schneid's ab, bring's mit, ich habe sonst nichts mehr. Und so machte er sich auf den Weg, man musste ungefähr eine Viertelstunde zu Fuß laufen. Da spricht ihn auf dem Weg zum Garten ein amerikanischer Soldat in Uniform an. Der Soldat konnte ganz gebrochen Deutsch. Er hatte eine große Tüte in seinem Arm. Du Hunger? Ja, viel Hunger. Hier, essen. Er gab meinem Bruder die große Tüte, der konnte sie kaum tragen. Mein Bruder bedankte sich, brachte die Tüte der Mutter. Da waren die wertvollsten Lebensmittel drin. Milchpulver, Eipulver, Mehl, Zucker, Butter in Dosen und was man sich nur denken konnte. Ja, wo hast du das her? Das hat mir ein Soldat gegeben, der wollte wissen, ob ich Hunger habe. Dann lauf schnell und spring ihm nach und sag, dass wir Hunger haben und dass wir uns so freuen, er soll uns besuchen. Aber er fand keinen Soldaten mehr. So kann Gott für unser tägliches Brot sorgen. Ich habe vor mir einen Bericht, den ich erzählen will, so wie es sich ereignet hat, weil es etwas ist, was mein eigenes Herz bewegt hat. Ein junger Mann bekennt, ich war in einem christlichen Heim erzogen worden, aber das Christentum hatte mich nie angesprochen, Christentum hatte absolut keine Anziehungskraft für mich. Ich entschied mich stattdessen für mehr Gewalt, für unerlaubten Sex und für Drogen. Mit 18 trat ich in die Marine ein und ich lernte in der Marine ein sehr trickreiches Leben kennen. Nach der Entlassung aus dem Marinedienst führte ich mein früheres Leben fort. Ich nahm Drogen ein, verführte unzählige Mädchen, war jedes Mal stolz, wenn es gelang. Ich demolierte mit Vorliebe Nachtbars und lieferte auf den Straßen mit anderen Faustkämpfe. Nach meiner Meinung war das der Inbegriff des Lebens.
Ich verfiel wieder einmal in meinen grenzenlosen Hass auf alle farbigen Menschen. Ich arbeitete damals Schicht, von 3 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends. Nach Schichtende zogen wir in die Stadt, um Alkohol zu trinken. Meine Freunde und ich stöberten dann die Farbigen auf und verprügelten sie auf der Straße. Wir hatten Freude und Spaß, das jeden Abend zu tun. Jeden Tag haben wir uns amüsiert. Dann die Nachricht von der Ermordung des farbigen Führers Martin Luther King. Eine Revolution zeichnete sich ab. Da hatte also jemand den Anfang gemacht, hatte den umgebracht. Ich wollte nicht hinten anstehen, ich wollte ebenfalls Gewalt anwenden. Ich wollte auch töten. Mein bester Freund Jerry und ich hatten ein zweigeschossiges Haus entdeckt. Es lag auf unserem Arbeitsweg in einer feinen Umgebung, vornehmes Viertel. Wir hatten beobachtet, dass nach der Schule in dieses Haus farbige Kinder eintraten. Wir wollten ihnen einmal eine Lektion geben. Eines Nachts nach der Arbeit fuhren wir zu dem Haus. Wir hatten einen großen Stein uns besorgt, haben auf den Stein eine Notiz angeklebt, die ich selbst geschrieben hatte. Die Notiz lautete: Wenn Sie am Leben bleiben wollen, dann nehmen Sie besser Ihre Familie und verschwinden Sie aus dieser Gegend, oder Ihr werdet brennen. Mit den Kindern werdet Ihr verbrennen. Jerry stoppte den Wagen, ich sprang heraus, rannte unter das Haus zu dem Bleiglasfenster und schleuderte den Stein mitten durch die Scheibe. Dann sprang ich zurück ins Auto und wir fuhren mit Vollgas davon. Ein schadensfrohes Gefühl. Allerdings mit einem beunruhigenden Gedanken: Wenn eins der Kinder hinter der Scheibe saß oder schlief, dann könnte möglicherweise der schwere Stein das Kind verletzt oder sogar getötet haben. Aber ich habe mir diese Gedanken aus dem Kopf geschlagen, Jerry und ich fuhren zur Stadt und wir feierten den ganzen Vorfall. Die nächsten Wochen vergingen, wir vergaßen den Stein, wir vergaßen die zertrümmerte Fensterscheibe. Stattdessen konzentrierten wir uns aufs Bombenbauen. Jerry und ich und noch ein anderer Bursche fuhren in die Wüste, konstruierten Bomben, brachten sie zur Explosion. Wir planten einen harten Krieg, keinen harmlosen, mit Bombenanschlägen und allerlei Schießwut. Wir wollten zerstören. Vielleicht sollten wir Häuser oder Geschäfte von den Schwarzen ganz einfach in die Luft jagen. Wir waren uns nur noch nicht schlüssig, wann und wo wir beginnen sollten. Dann geschah etwas sehr Seltsames. Da beschäftigte mich urplötzlich ein Gedanke an Gott. Ich hatte 10 Jahre lang überhaupt nicht mehr an Gott gedacht. Vielleicht war das sogar noch länger. Obwohl meine Mutter ständig von Gott sprach, ich verdrängte jeden Gedanken an Gott. Als ich in die Marine eintrat und nach meinem Glauben gefragt wurde, gab ich stolz an, ich habe keine Religion. Urplötzlich, mitten in unser Leben, mitten in die explodierenden Bomben, mitten in unseren Alkoholkonsum, mitten in unser Gelächter und unsere Vorfreude, viele Schwarze töten zu können, kam plötzlich der Gedanke an Gott. Ich wollte den Gedanken loswerden, aber es war einfach nicht möglich. Slade, und es ging mir immer im Kopf herum, Slade, es wird zu spät sein, wenn du das weiterhin tust. Du solltest besser die eine oder die andere Entscheidung treffen. Du kannst nicht Jesus haben und dein eigenes Leben führen. Wir fuhren nach Hause. Unterwegs hielten wir an einer Bar. Ich trank, bis ich kaum noch stehen konnte. Ich nahm Drogen und wurde high, aber die Stimme war nicht zum Schweigen zu bringen. Die war immer noch da. Slade, du musst entweder die eine oder die andere Entscheidung treffen. Die nächsten 6 Wochen verfolgten mich diese Gedanken. Ich wachte nachts vom Schlaf auf und hatte den Gedanken, es ist bald zu spät, zu spät. Ich wusste,
was zu spät heißt, wenn es mit Gott zu tun hatte. Ich wusste, dass ich christlich erzogen worden war und ich konnte den Gedanken einfach nicht ertragen. Und so versuchte ich zu flüchten. Ich flüchtete in unerlaubten Sex. Aber jedes Mal, wenn ich mich mit einem Mädchen vergnügte, war derselbe Gedanke da. Ich versuchte die Flucht in die Drogen. Aber ganz gleich, in welchem Zustand ich mich befand, ich hörte immer wieder die Stimme: Slade, du musst eine Entscheidung treffen. Entscheide dich, bevor es zu spät ist. Ich verlor an Gewicht. Ich machte mir ständig Gedanken über die zwei Worte zu spät. Ich wusste, ich würde mich selbst töten, wenn es wirklich zu spät wäre. Ich konnte nicht leben bei dem Gedanken, dass ich Gott vollständig ablehne. Ich konnte nicht leben unter dem Gedanken und den Gedanken aushalten, dass ich möglicherweise für alle Ewigkeit verloren sei. Eines Abends entschloss ich mich schließlich, jene farbige Familie aufzusuchen, um ihnen zu bekennen, dass ich die Scheibe eingeworfen hatte. Wenn ich das tue, so dachte ich, werden diese Gedanken verschwinden und ich werde endlich wieder in Frieden leben können. Am nächsten Morgen, noch vor Arbeitsbeginn, fuhr ich in die Nachbarschaft. Ich zitterte am ganzen Leib. Und im Magen hatte ich ein miserables Gefühl. Aber dann lief ich zu dem Haus, ich war aus dem Wagen ausgestiegen, klopfte an der Tür. Die Tür wurde geöffnet und da stand ein sehr großer, schwarzer, kräftiger Mann. Er lächelte nicht. Er schaute mich nur an und sagte: Was kann ich für Sie tun? Ich betrachtete verlegen meine Füße und stammelte etwas. Ihr war immerhin ein ganzes Stück größer als ich. Selbstbewusst und würdevoll stand dieser Schwarze vor mir. Und ich fühlte so schlecht. Er hatte mir noch nie etwas getan und ich hatte ihm einen schweren Stein durch die Scheibe geworfen. Tatsächlich hasste ich ihn, ohne dass es dafür einen Grund gab. Ich hatte ein schlechtes Gefühl und schämte mich. Na und? Seine Stimme war ziemlich scharf. Ich dachte, er sah auf mich ärgerlich, weil ich ein Weißer war und hier vor seiner Tür stand. Mein Name ist Slade Russell, sagte ich. So, Sie heißen Slade Russell? Na und? Ich wäre am liebsten davongerannt. Aber ich entschloss mich, endlich die Angelegenheit hinter mich zu bringen und alles zu erzählen. Ich konnte es nicht mehr länger aushalten. Ständig gingen mir diese Gottesgedanken im Kopf herum. Wissen Sie, ich weiß nicht genau, wie ich es Ihnen sagen soll, aber ich habe Ihnen da etwas zu gestehen. Vor etwa 6 Wochen kam doch ein Mann nachts um 22:30 und hat Ihnen einen Stein mit einer daran geklebten Nachricht durchs Fenster geworfen. Der Schwarze nickte leicht mit dem Kopf, als ich sprach, und er ließ mich nicht aus den Augen. Er lächelte nicht, er stand nur da und hörte zu. Wissen Sie, sagte ich, wissen Sie, ich bin der Mann. Ich schluckte. Und jetzt bin ich gekommen, Ihnen zu sagen, dass mir das schrecklich leid tut. Und ich möchte Ihnen gern die Fensterscheibe ersetzen. Über das Gesicht des Schwarzen zog ein breites Lächeln. Er öffnete die Tür ganz, trat heraus. Ich dachte, so, und jetzt schlägt er mich nieder. Stattdessen streckte er seine Hand aus. Herr Russell, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Herr Jackson. Ich war verwirrt, aber ich reichte ihm die Hand. Und es war ein guter, warmer, kräftiger Händedruck. Ich schaute ihn an. Herr Jackson lächelte. Treten Sie bitte ein. Ich folgte ihm und dann saßen wir am Tisch im Speisezimmer. Wissen Sie, sagte er, als wir diese Nachricht lasen auf dem Stein, da waren wir ziemlich aufgeregt, ganz besonders die Kinder. Und ich entschloss mich, ein Gewehr zu nehmen, hinaufzugehen
und oben hinter dem Fenster zu sitzen, um zu warten, bis sie wiederkommen. Aber jedes Mal, wenn ich die Treppen hinaufstieg, dachte ich, Gott will das sicher nicht, was ich da tue. Und so bin ich stattdessen in das Schlafzimmer gegangen und habe für sie gebetet. Ich wusste nicht, wer sie sind und wie sie heißen, aber seit 6 Wochen bete ich jeden Tag für sie. Es schien mir so, als ob sich plötzlich mein Geist öffnen würde. Die Liebe Gottes strömte in mein Leben. Diese langen Wochen und immer die Stimme Gottes im Kopf. Jetzt erkannte ich den Zusammenhang. Ich weinte, ich wischte mir die Tränen ab. Ein Lächeln zog über mein Gesicht. Ich war wirklich glücklich. Da war also jemand, der für mich gebetet hat. Und ihn wollte ich umbringen. Gott hat dieses Gebet erhört. Gott war mir nachgegangen, bis ich eine Entscheidung getroffen hatte. Gottes Liebe war so groß, dass sie mich nicht im Stich gelassen hat. Selbst als ich gar nicht daran dachte, hat mich die Liebe Gottes erreicht. Selbst als ich betrunken war, habe ich die Stimme Gottes gehört. Nach einigen Minuten war ich wieder in der Lage zu sprechen. Ich sagte, Herr Jackson, wissen Sie, ich werde in meinem Leben einen neuen Anfang machen. Seit Jahr und Tag war ich in keiner Kirche mehr. Ich werde wieder in die Kirche gehen. Ich muss alles in Ordnung bringen. Neu anfangen. Der Schwarze stellte sich vor, das trifft sich gut, ich bin Prediger der Baptistenkirche. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Kirche besuchen würden. Ich fühlte mich zu diesem Mann hingezogen. Ich liebte ihn. Vielen Dank. Ich denke, dass ich das gelegentlich einmal tun werde, aber ich kenne die Adventgemeinde. Und ich möchte gern dorthin gehen, wo ich meine Kindheitstage verbracht habe. Oh, ich kenne die Adventisten. Das sind gute Menschen. Und ehe wir uns verabschiedet haben, betete ich. Ich weinte. Ich schaute Herrn Jackson an. Ich liebte ihn, obwohl er ein Schwarzer war. Und das alles trug sich im Jahr 1970 zu. Es war der Anfang eines langen Aufstiegs. Drogen und Alkohol verschwanden fast augenblicklich in meinem Leben, als Jesus eintrat, als Antwort auf das Gebet von Herrn Jackson. Unerlaubter Sex, Gewalt und Hass verschwanden aus meinem Leben und heute weiß ich, dass Jesus die völlige Kontrolle über mein Leben hat. Dieser Herr Jackson, sein rettender Glaube. Er hat für einen Mann gebetet, den er nie gesehen hat, den er eigentlich umbringen wollte, weil er eine Fensterscheibe zertrümmert hat. Und der andere kam zum Glauben. Ich bin sicher, die Welt würde besser aussehen, wenn wir mehr beten würden. Warum beten wir nicht mehr füreinander? Wir wollen zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, du hast gesagt, dass du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist. Schenk uns mehr Glaubenskraft und mehr Freude, für die zu beten, die uns vielleicht das Leben schwer machen, die uns Schwierigkeiten machen, von denen wir allerlei zu erwarten haben. Herr Jesus, schenke uns dazu viel Glauben und deine Gottesliebe. Ich danke dir für alles. Amen.